Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich hier die Chance habe, Ihnen mal vorzustellen, wie es in der Praxis ausschaut, wo wir schon sind und wo wir vielleicht hinwollen. Ganz kurz meine Agenda, erstmal außeruniversitäre Forschung. Nicht jeder hier im Raum hat damit täglich zu tun, sodass ich ganz kurz was dazu sagen wollte. Ich möchte das insofern einschränken, dass ich keinen Vergleich zum Hochschulbereich darstellen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben in einer Hochschule gearbeitet. Ich war immer in Spezialbibliotheken, Max Planck, Leibniz und jetzt Helmholtz. Also die Branche kenne ich ganz gut, aber die Hochschulen kenne ich nicht. Das einschränkend. Dann ganz kurz, wo komme ich wirklich her? Vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Dann meine Bibliothek, was wir da machen in Bezug Open Access. Und wie wir uns unsere weiteren Aufgaben vorstellen werden. Die außeruniversitäre Forschung, insbesondere zu Helmholtz, sagt das BMBF, die Arbeit von Helmholtz zielt darauf ab, die Lebensgrundlagen langfristig zu sichern und die technologische Basis für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Da hören Sie nichts von Lehre. Unser Schwerpunkt ist die Forschung. Wir haben 18 Forschungszentren in der Helmholtz-Gemeinschaft und die sind tätig in naturwissenschaftlich-technischen und in biologisch-medizinisch orientierten Bereichen. Es gibt 6 Forschungsbereiche und unser Helmholtz-Zentrum ist mit 3 Bereichen dabei. Forschung als primäre Aufgabe ist also unser Ding. Wir haben die Grundlagenforschung und angewandte Forschung auf sehr hohem bis höchstem Niveau, gemäß unserer Aussage vom Vorstand, und das glaube ich dem. Wir haben als Bibliothek zu betreuen wissenschaftliches Personal. Das sind Wissenschaftler, permanent und temporär, also sehr viele internationale Gäste, die kommen und gehen. Und wir haben Doktoranden, mehr als 50%. Von den temporär kommt und gehen. Wir bauen also auf das, was Sie in der Hochschule an Informationskompetenz vermitteln. Wir setzen dort ein. Und wir setzen also anders ein, als eine Unibibliothek damit arbeiten muss. Und wir setzen auch da ein, wo es bereits wissenschaftliche Netze gibt, das heißt, Wissenschaftler untereinander sind hervorragend vernetzt. Und das nutzen die auch für Information und Kommunikation, wie publiziere ich, wo publiziere ich und was sollte ich publizieren. Sodass wir als Bibliothek da beratend tätig werden können, aber nicht belehrend. Das geht gar nicht in unserer Umgebung. Das ist sehr schwierig, an die Leute ranzukommen. So, dann die nächste Folie. Ganz kurz, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Wir sind also 1000 Mitarbeiter, 50 Nationen. Gern sprechen wir alle Englisch, da verstehen wir uns dann auch. Und wir sind in 8 Instituten untergebracht und wir belegen also die Forschungsbereiche Materie, Energie, Gesundheit. Das heißt, unsere Bibliothek muss auch all diese Bereiche bedienen. Wir sind jetzt nicht in eine Richtung konkret spezialisiert. Und wir haben wissenschaftliche Großgeräte, die eben auch Mess- und Strahlzeiten international vergeben. Und das sind die hier genannten. Wir haben Standorte, der Hauptstandort ist Dresden, am Ostrand von Dresden, Dresden-Rossendorf. Und dann gibt es Freiberg, Leipzig und Grenoble. Und einen ganz kleinen Ausschnitt jetzt zur Statistik mal. 1000 Mitarbeiter, 500 Wissenschaftler, davon 150 Doktoranden. Die betreuen wir als Bibliothek. Und daneben die Statistik, die sagt aus, was in referierten Zeitschriften publiziert wurde, diese Zahlen. Wir publizieren viel mehr, aber das sind jetzt die Zeitschriften, die im Moment in der Statistik bei Evaluierungssachen sehr wichtig sind, und deshalb habe ich die hier mal rausgefischt. Die betreffen auch zuallererst
uns Open Access publizieren. Und da sehen Sie schon die Gesamtzahl in der linken Spalte, also jetzt hier die mittlere, und rechts davon, was davon Open Access publiziert wurde. 2014 ist der Ist-Zustand, das ist nicht hochgerechnet auf dieses Jahr. Und die Säulen demonstrieren jetzt nur mal das Verhältnis von regulär publiziert und Open Access publiziert. Open Access, das ist rein das, was wir an den Zeitschriftentiteln her ermitteln konnten jetzt, was in der EZB grün ohne Gebühren ist, verfügbar. Open Access Gold natürlich, Open Access Grün und zum Teil auch Hybrid-Publikationen, weil allein der Wissenschaftler entscheidet, in welcher Art und Weise er publizieren möchte. Open Access Gold oder Hybrid, das ist seine Entscheidung. Allerdings wird nicht alles finanziert. Der muss ja sehen, wo er das Geld herbekommt für Hybrid-Publizieren. Das ist dann ein anderes Thema. Ja, das sind unsere Rahmenbedingungen in Dresden-Rossendorf am Helmholtz-Zentrum. Bereits 2010 hat unser Vorstand in einer Vorstandssitzung dazu aufgefordert, vermehrt den Open Access zu publizieren. Bemerkenswert ist, dass hier wirklich der Vorstand mitzieht. Das ist noch nicht immer so selbstverständlich in wissenschaftlichen Einrichtungen, aber hier ist der wissenschaftliche Direktor, der geht voran und sagt, wir müssen Open Access publizieren. Dann gab es bereits im April 2011 den Beschluss, einen zentralen Publikationsfonds für Open Access einzurichten und den in die Hände der Bibliothek zu legen. Und da haben wir uns natürlich gefreut, dass wir so viel Unterstützung bekommen. Und der Fonds umfasst alles, was finanzierbar ist, in vernünftigen Bahnen, sage ich mal, Open Access Gold. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist genau wie all die anderen außeruniversitären Forschungsgemeinschaften dabei, dass ausschließlich Open Access Gold finanziert wird. Das hybride Publikationsmodell erfährt keine Unterstützung durch zentrale Mittel, weil das letztendlich eine Doppelfinanzierung der Zeitschriften ist und die sind eh viel zu teuer, als dass wir den Verlagen nochmal Geld hinterwerfen sollten. Und wir halten uns sehr streng dran. Und wenn ich dem Wissenschaftler im Gespräch erkläre, was mit seinem Geld passiert, wenn er hybrid publiziert, dann ist er so erschrocken, dass er ohne Widerspruch einsieht, dass er das nicht macht. Aber man muss ihm die Zahlen mal hinlegen. Also für Zahlen sind Naturwissenschaftler sehr offen. Das dazu. Ja, dann haben wir natürlich in FP7 schon bekleidet, was Open Access bedeutet. Ich habe es ein bisschen aktualisiert auf Horizon 2020 oder 2020, wie Sie möchten. Da gibt es die Verpflichtung, das wurde hier in der Veranstaltung schon gesagt, dass alle Publikationen, die im Rahmen dieser Projekte erarbeitet und publiziert werden, dass die zwingend Open Access gestellt werden müssen, wobei freisteht Open Access Gold oder Open Access Grün. Das ist dann eine Entscheidung des Wissenschaftlers. Aber prinzipiell muss es letztendlich auf einem Repositorium verfügbar sein. Und die Helmholtz-Gemeinschaft hat dann noch die Open Access-Richtlinie für den Impuls- und Vernetzungsfonds. Da steht nochmal genau drin, was mit Publikationen passiert, die im Rahmen des Impuls- und Vernetzungsfonds der HGF erscheinen, erarbeitet werden. Die haben nämlich dann auch die Pflicht, Open Access zu erscheinen. Also das sind recht gute Rahmenbedingungen und recht klare Aussagen, sodass wir nicht großartig betteln müssen, liebe Leute, publiziert Open Access, sondern wir begleiten den Prozess des Publizierens im Open Access Bereich. Das ist Bibliotheksaufgabe geworden. So, und nun zur Bibliothek selber. Wir sind schon immer Ansprechpartner und Dienstleister im Publikationsprozess. Wir haben eine Publikationsdatenbank, die ganz klein angefangen hat als Publikationsdatenbank. Und unterdessen ist es ein elektronischer Workflow, der vom Genehmigungsprozess der Publikation bis zum Hochladen des Volltextes alles erfüllt und auch das Controlling ganz toll befriedigt. Und die Wissenschaftler leider
sich die Mühe machen müssen, ihre Daten da selbst einzutragen. Also das macht nicht die Bibliothek, sondern sie tragen dort ihre Publikationsabsicht ein, weil erst dann der Institutsdirektor die Publikation freigibt elektronisch. Dann kann sie ja erst einreichen. Das ist sehr streng reglementiert. Das ist vielleicht der Vorteil von dieser übersichtlichen Struktur bei uns im Helmholtz-Zentrum. Das ist, glaube ich, an der Universität höchst unmöglich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das sehr differenzierter ist da. Und wir haben das also sozusagen vom Vorstand abgenickt bekommen, dass das alles in der Strenge passiert. Es hat den Vorteil, wir haben monatlich beste Controlling-Zahlen und alle sind ganz fleißig, ihre Arbeiten da einzubringen, weil monatlich Institut gegen Institut gerechnet wird und warum ihr und ihr nicht und so. Und dann, ich habe es bloß vergessen und dann beim nächsten Mal ist er aber dabei. Also das funktioniert ganz gut. Und weil die Bibliothek das so lange gepflegt hat, haben wir auch gleich noch das Open Access dazu bekommen. Also man war auch sehr froh, dass sich jemand gefunden hat, der sich mit diesem neuen Thema beschäftigt, weil die Wissenschaftler eigentlich gar keine Zeit haben, sich damit großartig noch auseinanderzusetzen. Und wir machen es gerne, muss ich dazu sagen. So, dann das nächste, Bibliothek als Open Access Kompetenzzentrum. Wie machen wir das? Da gibt es die Bibliothek, die kümmert sich um Beratung, Finanzierung und Organisation. Dann gibt es den Vorstand, der gibt uns die Rückendeckung dazu, dass wir das tun dürfen und gibt den Wissenschaftlern doch das Gefühl, da müssen wir aufpassen, da müssen wir mitmachen. Dann gibt es die IT-Abteilung. Ohne IT geht keine Bibliothek mehr. Wir arbeiten sehr eng, sehr vertrauensvoll und komplikationsfrei mit unserer IT-Abteilung zusammen. Und die innovativen Ideen haben wir. Und die Umsetzung macht uns die IT-Abteilung in der Publikationsdatenbank. Das geht ohne Probleme, da bin ich, freue ich mich auch, dass ich das sagen kann und vor allem erfahren darf. Dann gibt es noch die Abteilung Programmplanung, man kann es auch Drittmittelabteilung nennen. Diese Abteilung berät die Wissenschaftler beim Abschluss der Verträge, wenn sie in Horizon 2020 oder im Impuls- und Vernetzungsfonds oder in der DFG Anträge stellen, haben wir also professionelle Mitarbeiter, die beim Ausfüllen der Anträge schon helfen und eben mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, damit also die bereits beim Antrag anstellen, darauf hinweisen, wo Mittel beantragt werden können und was das bedeutet, wenn sie für Open Access Mittel beantragen, wie es dann weitergeht. Wir informieren uns wirklich auf dem kürzesten Dienstweg, wenn es da Neues gibt. Und wir arbeiten also alle zusammen, sag ich mal, und wir bilden ein kleines Netz, aber die aktive Komponente in dem Ganzen, das ist die Bibliothek. Und alles herum um unseren Superwissenschaftler. Also der Wissenschaftler ist das Eidotter und wir sind so drumherum. Wir organisieren alles, damit er seinen Auftrag publizieren auch ordentlich erledigen kann. So, ganz kurz nochmal. Wie machen wir das nochmal? Unsere Aufgaben dazu. Wir als Bibliothek, wir beobachten die aktuellen Entwicklungen in Theorie und Praxis, nehmen an möglichst vielen Weiterbildungsveranstaltungen teil, nutzen unsere eigenen Netze, die wir haben in der HGF. Ich gehe zu solchen Veranstaltungen hier, wir sind sogar zu zweit hier von unserer Bibliothek, weil das wichtig ist, wir werden auch in Jülich sein. Also wir nehmen Informationen auf, so viel wie wir können. Wir setzen uns intensiv mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen, weil alle Fragen zum Urheberrecht, zu Open Access landen in der Bibliothek und nicht beim Juristen. Das ist eine Absprache mit dem Juristen. Alle kommen zu uns und ich darf natürlich keine Rechtsberatung machen. Ich gebe eine Auskunft über den Ist-Stand der Rechtslage. Die Schlussfolgerung muss der Wissenschaftler dann selbst ziehen. Soweit, so gut. Mitgliedschaft in Open Access Konsortien, also zum Beispiel ist die HGF mit verschiedenen Konsortien vertreten und wir sind Beispiel im PLOS drin. Also wir versuchen dort für unsere Wissenschaftler Entlastung zu verhandeln, dass die Rechnungen nicht an die Wissenschaftler gehen für Open Access, sondern dass die Rechnungen in die Bibliothek kommen. Damit die, wenn die also einmal ihren Artikel weggeschickt haben, möglichst wenig Nacharbeit damit haben. Das ist dann Administration und der Wissenschaftler soll möglichst wenig Administration aufgebürdet bekommen.
dann Information und Koordination der betreffenden Akteure, die ich gerade in dem Kreis gezeigt hatte. Da kommt natürlich noch dazu als übernächster Punkt, da hatte ich das geschrieben, Zusammenarbeit mit Bibliothekskommission und Big Data Arbeitsgruppe. Also Open Data oder Open Data ist jetzt für uns das nächste Thema. Wir haben eine Arbeitsgruppe am Helmholtz-Zentrum und da bin ich als Bibliotheksleiterin auch mit drin, sodass da die Verbindung sofort da ist. Wir informieren unsere Wissenschaftler durch Veranstaltungen und persönliche Gespräche, wobei die Veranstaltungen nicht so sehr besucht werden, aber im persönlichen Gespräch, am einzelnen Beispiel aus der Praxis, im konkreten Fall, da wollen die dann alles wissen und hören zu und machen das dann auch alles richtig. Insofern habe ich die Erfahrung gemacht, wir nehmen uns den Einzelnen her, im ganz konkreten Fall, und dann schaffen wir das auch gemeinsam, dass wir Open Access gut machen können. Wir stellen natürlich den Workflow bereit, den unsere Leute dafür brauchen, die Wissenschaftler. Wir sind zentraler Publikationsfonds, den verwalten wir und der ist so ausgestattet, dass er reicht. Und wir erstellen und pflegen auch Intranet-Seiten mit den nötigen Informationen bei uns im Intranet. So, ganz kurz, das werden Sie nicht viel erkennen, weil das sehr klein ist. Das ist so eine Webseite, die wir bereitstellen. Und ich habe jetzt keinen Pointer, geht die Maus hier? Ja, hier oben zum Beispiel hat der Dr. Bruch einen Vortrag bei uns gehalten. Dann habe ich hier die Folien noch dahinter gelegt, im Fall jemand nachlesen will. Ja, dann ich verweise hier zum Beispiel auf Forschungsdaten, wie es damit aussieht. Und ich habe hier rechte Seite, habe ich oben Access in Horizon, dass ich das jeder selbst nachlesen kann. Oder ach so, ich habe aber auch keinen Pointer. Ja, also auf der rechten Seite sind dann Sachen, also zu OpenAir und Horizon 2020 zu den Originaldokumenten, das verlinke ich dann. Wir pflegen also die Seite. Hier haben wir dann die Open Access für Forschungsdaten haben wir da was hingelegt. Hier zum Beispiel empfohlene Lizenz CC BY 4.0 und natürlich weitere Lizenzen, weil jeder selbst entscheidet, wie er das möchte. Und wir bieten auch an, dass die Leute hier selbst schauen, ob die Zeitschrift, in der sie publizieren möchten, eine Open Access Zeitschrift ist. Und die Seite ist unvollständig, die geht unten noch weiter. So, dass wir, also die Leute haben die Möglichkeit, alles selbst zu checken, aber sie nehmen sich selten die Zeit. Alles, was hier steht, muss ich dann erzählen, wenn sie mit dem konkreten Publikationsfall kommen. Ja. So, und was kommt als nächstes? Also wir arbeiten in der Big Data Arbeitsgruppe mit. Wir versuchen zu vernetzen und Projektdatenbank mit der Publikationsdatenbank und den Datenrepositorien. Das ist ein bisschen kompliziert, weil wir in verschiedenen Communities zu Hause sind und verschiedene Communities haben verschiedene Repositorien und wieder der Wissenschaftler entscheidet, auf welches Repositorium er geht. Es gibt also Wissenschaftsfreiheit und die geht so weit, dass er entscheidet, wo er seine Arbeiten hinlegt. Zweitveröffentlichungsrecht, was ist das? Darf ich das? Kann ich das? Ich bin Ausländer, darf ich das machen? Auf welchen Server darf ich das legen? Also die ganze Information wollen wir ein bisschen aufbreiten und auch bekannt machen. Im Einzelfall wissen wir das natürlich, aber das kommt jetzt dazu. Und die Weiterentwicklung unserer Publikationsdatenbank zum Repositorium ist eine unserer nächsten Aufgaben. Und ich denke, dass wir da schon ziemlich nah dran sind. Es hört also nicht auf und deshalb diese Allee habe ich im Urlaub fotografiert. Ist übrigens am Oder-Neiße-Radweg in der Nähe gewesen. Ja, also zusammenfassend kann ich dazu noch sagen, also als Bibliothek im persönlichen Gespräch Berührungsängste abbauen, Zugang zu Open Access ebnen. Wir leisten Überzeugungsarbeit, dass es nichts Schlechtes ist und dass sie keine Nachteile haben in der Wissenschaft. Und wir sind prozessbegleitend. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Ja, das war es jetzt. Ich habe versucht, das alles so kurz als möglich zu machen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Danke.
wer jetzt noch gedacht hat, Open Access wäre ein einfaches Thema, der ist durch den Vortrag von Frau Reschke, glaube ich, eines Besseren belehrt. Die hat mal in einer Tour de France die gesamte Bandbreite des Themas aufgerissen. Und das ist es tatsächlich auch. Gibt es Fragen an Frau Reschke? Bitte? Gibt es. Vielleicht geht es so, Ihr Publikationsfonds, Sie sagten, der reicht, ich will auch keine Zahlen hören, sondern wie ist die Relation, jemand hätte das Geld beantragen können, er hat die Beantragung der Article Processing Charge versäumt oder weiß das gar nicht mehr und sagt jetzt hier bitte zentrales Geld. Wer entscheidet und wie mühsam ist diese Entscheidung und wie gut wird sie akzeptiert? Denn zentrales Geld gibt man ja leichter aus als eigentlich. Das ist Absicht gewesen. Unsere Institute haben einen Druckkostenfonds, den müssen sie selbst verwalten. Aber weil wir Open Access wollen, haben wir einen zentral gemacht, weil da eher zugegriffen wird. Das ist also so ein kleiner Trick gewesen. Die Beantragung erfolgt in dem Moment, wo die Leute in die Publikationsdatenbank ihre beabsichtigte Publikation eintragen müssen. Da gibt es Häkchen, Open Access, ja, nein, also ja, wenn Open Access, zentrale Finanzierung gewünscht, ja, nein. Wenn ja, dann bitte den Betrag eintragen. Und wenn das abgespeichert wird, da bekommt die Drittmittelabteilung eine E-Mail zu prüfen, ob im Rahmen eines Projektes die Mittel zur Verfügung stehen, dann sind die primär dort rauszunehmen. Und ich sehe das in der Datenbank, wir machen das datenbankgestützt. Und ich bekomme dann eine E-Mail mit der Anfrage, ist die Zeitschrift okay? Weil das die Drittmittelabteilung nicht weiß. Und wir prüfen dann, ob es eine echte Open Access Gold Zeitschrift ist. Wenn es ist, dann machen wir Zustimmung zur Projektfinanzierung. Und wenn nicht, kommt Hybridzeitschrift abgelehnt. Da nützen auch die Projektmittel nichts. Danke, das ist genauso, wie ich es bei mir auch mache. Gucken Sie nach einem halben Jahr, ob der Topf halb leer ist oder können Sie nachfordern? Ich verwalte den, ich sehe jeden Tag, was drin ist. Ja, aber ja. Sie sollten proben ja jetzt gehen. Nee, noch nicht. Es ist noch nicht passiert. Der Vorstand hat das also sich wirklich auf die Fahne geschrieben, Open Access nach vorn. Und ich denke, im Ernstfall würde ich auch Geld nachgeladen bekommen. Aber das ist noch nicht passiert. Ich muss gerade sagen, ich erblasse hier vor Neid. Also erstens, dass es sowas gibt wie über Publikationsabsicht die Summe schon ins Obligo zu stellen, weil bei uns rauscht das so rein, wie es gemacht wird. Unsere Haushaltsabteilung zieht da nicht mit, also an der Uni Göttingen haben wir auch Publikationsfonds. Und dass sie dann als Bibliothek und Drittmittelabteilung dann so eng zusammenarbeiten, so muss es eigentlich gemacht werden, denke ich. Das ist ein schönes Beispiel. Danke. Weitere Fragen? Können Sie sich noch ganz kurz vorstellen? Für diejenigen, die vielleicht nämlich auch bei Publikationsfonds wissen wollen. Aber da, also wir haben den neu eingeführt und ich sondiere, wie es andere machen, aber wir haben ihn. Ich komme von Klaus Dalchow vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung bei Berlin und ich leite die Bibliothek und bin Publikationsmanager. Da darf ich mal kurz noch was sagen. Ich bin morgen bei den Leibnizern dabei. Also ich kann Ihnen auch zeigen, wie wir das verwalten online. Kann man das sehen? Katharina Börsing, Fraunhofer ICT. Mich würde einfach interessieren, haben Sie das auch erlebt, dass die Wissenschaftler Druck haben, in gewissen Zeitschriften zu publizieren? Also wir hatten das vor gestern mit dem Impact Factor, dass es quasi eine renommierte Zeitschrift sein muss, damit die Forschung quasi was taugt und damit der Wissenschaftler vorankommt. Haben Sie das auch der Druck ist ganz enorm. Er ist also ich würde sagen, gegen jede wissenschaftliche Produktivität oder Qualität. Also es ist so, dass wir wirklich, Sie gucken genau, die Wissenschaftler, wir haben in unserer Publikationsdatenbank eine Pull-Down-Menü mit allen Zeitschriften, in denen von unseren Leuten publiziert wurde, bis heute praktisch. Und dahinter steht der Impact Factor. Die können sich, also wir pflegen den Impact Factor ein, dass die sofort wissen, wo die stehen, wenn sie die Zeitschrift nehmen. Das ist so groß, der Druck. Ja, und wenn das dann eventuell noch Open Access ist mit Impact Factor, ist gut.
Aber primär müssen insbesondere unsere Doktoranden in die Zeitschriften rein, die Impact Factor haben. Das ist ein politisches Problem, da können wir Open Access machen, was wir wollen. Das muss an ganz anderer Stelle geklärt werden. Die würden herzlich gern Open Access machen, weil sie die Vorteile durchaus erkennen, vor allem die jungen Leute, die im Internet groß geworden sind. Die wissen, was Vernetzung möglich macht. Aber sie können nicht, weil sie müssen zwingend in Zeitschriften rein, die einen hohen Impact Factor haben. Ja, was lernen wir da draus? Wer muss auf die Bank und nochmal lernen über Open Access? Das sind offensichtlich nicht nur die Wissenschaftler und Bibliothekare, das sind auch noch diejenigen, die an den Stellschrauben drehen. Gibt es noch weitere Fragen? Punkte? Ja, dann muss ich nämlich quasi meine eigene Frage fragen. Ja, gerne. Ja. Das bedeutet nämlich, dass ich meine eigene Folie definitiv, das habe ich so nonchalant gemacht, die zu verkürzen. Aber ganz offensichtlich brauchen wir hier auch die Entscheidungsstrukturen in den Informationsinfrastrukturen, sprich die Förderer, die sich natürlich selber auch fortbilden. Das ist zum Beispiel aus dem Vortrag von Selina Ramjoué gestern auch ein bisschen deutlich geworden, dass sich auch diese Referate oder von Frau Klingbeil, dass sich auch die Referate diese Themen aneignen müssen, sie durchdringen müssen. Aber letztendlich meine ich, dass wir das hier noch aufweiten müssen, und was für mich aus allen Vorträgen jetzt immer wieder deutlich geworden ist, was wir vor allen Dingen in dem Bereich Open Access in der Qualifizierung vermitteln müssen, ist der Umgang mit den anderen Akteuren, sprich der Umgang mit dem gesamten System. Es geht gar nicht so sehr nur um die Inhalte, also was ist der Unterschied zwischen der Creative Commons BY und CC BY ND, sondern es geht vor allen Dingen darum, das System an sich zu verstehen, um sich bei dem Thema Open Access neu zu positionieren. Und ich denke, das weitet sich auch alle Ebenen des Wissenschaftssystems aus. So, und jetzt kommen die Fragen, die zum Teil ein bisschen aufgreifen, was auch Herr Schöpfel und Herr Oswald schon als Fragen hatten. Und ich denke nicht, dass wir das hier in diesem Workshop erarbeiten können. Was für mich die wichtigste Frage ist, ist zum Beispiel: Müssen wir in Forschungseinrichtungen, in Universitäten arbeiten, versuchen, dass Open Access Teil der wissenschaftlichen Ausbildung wird? Weil wenn Frau Reschke sagt, sie bekommt die Wissenschaftler so, wie die ausgebildet worden sind, und sie hat nicht die Möglichkeit, da vielleicht über den Weg, könnt ihr das nicht im achten Semester in der Informationskompetenz vermitteln, damit ich nicht immer wieder diese Unbedarften aus dem Tal der Ahnungslosen bekomme, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir Open Access in dieses Curriculum rein. Und da ist die Frage, wie sehen Sie das? Das war nämlich meine persönliche Auffassung. Gibt es dazu, soll ich die Frage nochmal wiederholen, weil die jetzt vielleicht ein bisschen sehr komplex formuliert war. Also sollen wir uns als diejenigen aus Informationsinfrastruktureinrichtungen darum bemühen, dass Open Access ein fester Teil der wissenschaftlichen Ausbildung wird. Also der Autoren, die dann irgendwann auf uns kommen, für die wir ja arbeiten. Und da hat jetzt Frau Reschke mal das erste Wort. Also es war eine Frage, wo man einfach mit Ja antworten kann. Aber ich würde es als besonders wichtig erachten, dass Publikationsprozesse und vor allem Rechte von Autoren in die Ausbildung mehr einfließen. Denn auch unsere gestandenen Wissenschaftler sind unsicher, wenn es um ihre Autorenrechte geht beim regulären Publizieren. Da geht das schon los, welche Rechte darf ich als Autor, darf ich mir Rechte einbehalten oder nicht. Die sind so unsicher, dass das Wissen einfach fehlt. Und mit einer Einzelberatung kann man die Welt nicht retten. Also ich würde es toll finden, wenn das in die Ausbildung reinkommt, vor allem, was sind meine Rechte in der aktuellen Gesetzeslage und was sind meine Rechte, wenn ich jetzt mich für eine bestimmte Publikationsart entscheide. Und wen kann ich auch fragen, wenn ich in der Praxis draußen bin? Es ist ja nicht immer mein Chef, ne? Ja, ich würde
Also mein Vorschlag wäre, dass insbesondere in den Promotionskollegien und ja, als einen verpflichtenden Bestandteil mit aufzunehmen, weil das sind ja dann genau die Leute, die diesem Publikationszwang unterliegen. Wenn jemand den Masterstudienabschluss anstrebt, dann hat er das vielleicht auch als Perspektive, aber dann konkurriert man mit ganz vielen Lehrinhalten, die die Professoren in dieses Curriculum auch noch reinpacken wollen, und dann ist das Publizieren tendenziell etwas, was ja, vielleicht dabei zu kurz kommt. Aber in einem Doktorandenkolloquium ist es klar, oder in einer, ja, gibt es ja entsprechend gerade bei diesen Großforschungseinrichtungen entsprechende Programme für die Doktoranden. Dort sollte es auf jeden Fall Bestandteil sein. Genauso wie der Themenbereich Umgang mit Forschungsdaten, ja, gute wissenschaftliche Praxis und all das. Also dort, denke ich mir, passt es noch am ehesten rein, und dort ist die Zielgruppe auch 100% erreicht. Bei den Masterstudiengängen wäre es natürlich schön, aber da bin ich erstmal skeptisch. Meine Meinung ist, entspricht ja also völlig dem, dass also das die richtige Ebene ist, die Vorbereitung von der Promotion. Die Erfahrung, die wir haben damit in Frankreich und im Rahmen von einem Forschungsprojekt über Open Access zu Doktorarbeiten, auch mit deutschen Kollegen, ist das im Grunde, also die Strukturen, die gibt es in Frankreich, diese Graduate Schools, École Doctorale, in Deutschland eben, was Sie da eben erzählt haben. Wir haben bloß so eine kleine Umfrage gemacht und ein Problem gehabt, dass also gerade die Graduate Schools, zumindest in Frankreich, ich glaube in Deutschland ist es ähnlich, nicht, sagen wir mal, nicht eng zusammenarbeiten mit den Bibliotheken und sich also dafür nicht zuständig fühlen. Es sind die Bibliotheken, die sich zuständig fühlen, aber die Open Access, was Open Access angeht, aber die im Grunde also nicht so den Zugang haben zu den Doktoranden. Das ist irgendwie ein Problem. Also irgendwie fehlt da irgendwie ein Link zwischen den Graduate Schools mit den Veranstaltungen für die Doktoranden und den Bibliotheken. Da, wo der Link besteht, funktioniert es gut. Also ich habe selber gesehen, in Lille gab es also vor ein paar Monaten eine große Veranstaltung für sämtliche Doktoranden, organisiert von den Graduate Schools zusammen mit den Bibliotheken. Und da saßen dann also zig Studenten, eben Promotionsstudenten im Hörsaal und haben also einen ganzen Tag, oder das waren zwei Tage, ich weiß nicht mehr genau, so eine Art Seminar gehabt über Open Access, Publizieren, rechtliche Fragen und so. Und es waren also Leute drin, vom Jurastudenten, Medizinstudenten aus Sozial- und Humanwissenschaften, alle zusammen. Gibt es jetzt eine direkte Erwiderung für Herrn Schöpfel? Sonst würde ich das Wort Herrn Henze geben. Danke. Ich kann jetzt vor allem über die Juristen an der Universität zu Köln sprechen. Wir richten jetzt gerade erst mal in der Graduiertenschule ein. Also da gab es sowas bisher noch gar nicht. Das ist ein guter Aspekt, dass man dann vielleicht auch achten sollte, da entsprechend den Fuß in die Tür zu bekommen, um den Leuten das dann klar zu machen. Aber ich würde anders als Herr Oswald vor allem auch bei den aktuellen Lehrenden ansetzen, denn die wissen wirklich überhaupt nicht, was Open Access ist. Ja, das ist halt wirklich eine Struktur von Wissenschaftlern, die sie jetzt an den Universitäten haben, die da tätig sind. Und ich habe häufig eben das Problem, ich möchte überhaupt keine Trennung durchführen, wer ist denn dafür überhaupt zuständig? Seht ihr jetzt auch die elektronischen Semesterapparate zum Beispiel? Ja? Da wird immer gesagt, das ist ein Bibliotheksthema, das ist kein Bibliotheksthema, das ist ein Wissenschaftsthema. Ja, wir stellen die Informationen anschließend zur Verfügung, die dann in die elektronischen Semesterapparate fließen können. Aber ich muss mich als Wissenschaftler darum kümmern, was möchte ich für Inhalte einstellen, in welcher Form mache ich das, wie ist es kostengünstig und so weiter. Aber das sind wirklich Dinge, die müssen von Hochschulleitungen einfach aufgegriffen werden und gesagt werden, wie können wir insgesamt so eine Strategie machen,
dass eben zentrale Einrichtungen wie Bibliotheken mit eingebunden werden, aber in den Fakultät vielleicht auch überhaupt erstmal eine Sensibilität für geschaffen wird. Denn das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Es ist ein unterschiedlicher Wissensstand einfach da. Und wenn das halt eben auch nicht aufgegriffen wird, man kann ja auch einen Versuch machen. Es ist ja nicht von Erfolg unbedingt gekrönt, wenn man solche Initiativen ergreift, sondern man muss sich die Mühe machen, da erstmal tätig zu werden. Nehmen mir einfach die Freiheit, da ganz kurz noch was zu ergänzen. Das heißt, was wir in dem Bereich auch tun müssen, ist zu lernen, wo wir mit den Themen, die wir meinen, dass wir sie gewinnbringend an den Mann und die Frau bringen können und wollen, wo wir eigentlich die Kommunikationskanäle aufmachen können, um das überhaupt da reinzufüttern. Denn deswegen hatte ich vorhin Train the Trainers aufgeschrieben. Ich lehre auch zum Thema gute wissenschaftliche Praxis und das geht immer an die Doktoranden und die sagen mir, ja, das ist auch alles ganz toll, aber sie müssen auch unseren Professoren das erzählen. Und da ist immer die Frage, wie kommt man an diesen Kommunikationskanal ran? Also auch als Hochschulleitung, wie kann man die aufbohren, um die Inhalte da reinfließen zu lassen? Ich glaube, das Thema Open Access ist ähnlich gelagert. Ich möchte das unterstützen. Mein Name ist Joachim Höber, ich komme vom W. Bertelsmann Verlag. Das ist der kleine Wissenschaftliche in Bielefeld, also nicht der Konzern. Wir sind so 60 Mitarbeiter, im Bereich Bildung, Bildungsforschung unterwegs. Und das ist genau meine Erfahrung der letzten ein bis zwei Jahre, dass wir in Gesprächen mit unseren reinen Herausgebern das Thema transportieren. Wir sind halt, wie gesagt, in den Sozialwissenschaften unterwegs und da erleben wir im Moment noch ein vorsichtiges Betrachten und Abwarten. Also das ist längst noch nicht so weit wie die Naturwissenschaften. Und wir sind in der putzigen Situation, dass wir das als Verlag erklären, vorantreiben. Und gerade der Punkt, es ist gut, dass Sie das den Kollegen, die an Ihren Dissertationen arbeiten, auch mit erklären, dass das mit beigebracht wird. Aber parallel ist es, denke ich, sehr wichtig, an den entscheidenden Köpfen in den Disziplinen für dieses Thema zu werben und es dort mit zu verankern, weil sonst die jungen Nachwuchswissenschaftler eigentlich sich das nicht fragen. Sie möchten es oft gerne, aber aus Reputation oder sie müssen sich erstmal einen Status erarbeiten, machen sie es nicht. Und eine zweite kleine Beobachtung, wir sind sehr stark unterwegs, auch bei kleineren Forschungseinrichtungen, jetzt nicht so groß wie Helmholtz oder wir sind hier einige unterwegs, wie die auch selber hier mit ausstellen. Und auch dort erleben wir, dass in den Gesprächen über Publikationen, die in drei Jahren stattfinden, also am Anfang von Projektphasen, dass das Wissen über Open Access und die Notwendigkeiten im Horizont 2020 wirklich in den Köpfen noch nicht drin ist. Also man hat so den Eindruck, wenn man auf dieser Tagung ist, das ist ja eigentlich das Thema, aber wenn man hier rausgeht, ist es das in vielen Bereichen mitnichten, dass es noch nicht so ist. Und dass diese Aufklärungsarbeit also wirklich noch sehr, sehr vorangetrieben werden muss. Und wie gesagt, ich glaube, es ist an den Universitäten wichtig, das nicht nur am Anfang der Nachwuchswissenschaftler zu machen, das ist auch wichtig, aber gerade die Disziplinen müssen, die führenden Köpfe der Disziplinen müssen erreicht und gewonnen werden. Und dann unterstütze ich das, dann ist es eigentlich eher eine Frage der Wissenschaft und als Bibliotheken ist es die Aufgabe, alle Möglichkeiten mit anzubieten. So. Was mich dann zu meiner letzten Frage bringen würde, welche Gremien wären geeignet? Ja, vielleicht sogar auch Verlage, die mal auf der Seite bohren, aber hat jetzt noch jemand eine konkrete Anmerkung? Sie haben immer so aufmerksam, genau jetzt. Ich würde vielleicht gerne noch einen Schritt davor starten. Und zwar, mein Name ist Marc Scholfen, ich bin vom Institut für Recht und Ökonomik. Ich bin ja einer der beiden Ökonomen in Deutschland, die sich mit dem Thema Open Access beschäftigen und insbesondere mit den wohlfahrtsökonomischen Aspekten von Open Access gegenüber dem klassischen Closed Access Modell. Und ich würde gerne die Bedeutung von mehr Forschung hervorheben, denn es sind immer noch sehr, sehr viele Fragen, die offen sind. Beispielsweise, wir hatten eben gesprochen über die Tatsache, dass der Impact-Faktor von Open Access Zeitschriften in vielen Disziplinen immer noch weit hinterherhinkt. In der ökonomischen Wissenschaft, in der ich mich bewege, ist es beispielsweise so, dass es kein einziges Open Access Journal gibt,
dass tatsächlich ein Open Access Impact Factor oder dass ein Impact Factor aufweist. Das heißt, ich als Wissenschaftler, der eine akademische Karriere ansteht, hat gar nicht die Möglichkeit, überhaupt Open Access zu publizieren. Und im Hintergrund, dass es sozusagen mit in diesem engen Korsett lebt und eben in Closed Access publizieren muss, im American Economic Review, in Econometrica, die eben alle das klassische Modell vertreten. Und ich würde gerne hervorheben, dass wir einen Schritt vorher starten sollten und uns die Forschungsfragen eben ansehen sollten und eben die viel mehr in die Forschung investieren sollten, um eben den Wissenschaftlern auch das Wissen zu vermitteln zu offenen Fragen, die wir noch haben. Beispielsweise, wie können wir Strukturen verändern in Bezug auf beispielsweise die Berufungssysteme? Wie können wir sozusagen Open Access mehr in den Blickpunkt rücken, eben unabhängig vom Impact Factor? Wie können wir womöglich rechtliche Strukturen aufbrechen und verändern? Und wie sollten diese verändert werden, beispielsweise im Bereich Urheberrecht? Aber dann wissen Sie ja auch, dass man als Ökonom mit dem Thema Open Access nicht gerade offene Türen einrennt. Da ist man ja noch ein ziemlicher Exot, wenn man auf dem Thema arbeitet. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den Herr Schäuble gerade gemacht hat. Ich bin von Haus aus Ethnologe und man sollte denken, Ethnologen müssten schon aus so einem moralischen Anspruch raus alle sagen, was anderes als Open Access ist gar nicht vertretbar, so von wegen bringing it back to the people. Und trotzdem mögen Wissenschaftler das in der Regel nicht, wenn man ihnen sagt, guck doch mal bitte auf den Boden, wo du stehst, ob das eigentlich in Ordnung ist, wo du da stehst. Die werden in der Regel sagen, das ist prima, wo ich stehe, aber die werden nicht sagen, oh, ist doch nicht so toll. Und ich glaube, Open Access ist noch ein Thema, was Unbehagen mit sich bringt. Das ist noch nicht so neutral wie, nicht mal Forschungsdatenmanagement ist neutral, aber sowas wie Exzerpt schreiben oder Literaturrecherche, das ist, glaube ich, inzwischen fast schon eher neutral besetzt in der wissenschaftlichen Arbeit, aber Open Access ist es definitiv noch nicht. Nicht bei allen. Also bei denen, die sich intensiv damit beschäftigen, schon, bei anderen eher nicht. So, Frau Raff hatte noch eine Anmerkung und außerdem frage ich das Mikrofon dahin. Frauke Ralf, Thieme Verlag, bis vor ganz kurzer Zeit noch IOP Publishing. Hallo Herr Schöpfel, Frau Reschke. Ich hätte gerne oder bin ermutigt, weil Sie es sind, da sind und weil die Frau Röder neben mir sitzt und wir sehr viele Jahre zusammengearbeitet haben, doch noch eine Anmerkung zu machen zu der Entscheidung der HGF bzw. Ihres Instituts, Hybrid von der Open Access Optionen auszuschließen für Ihre Wissenschaftler. Wie gehen Sie mit dem Widerspruch um, über Impact-Faktoren und eine Liste gesprochen zu haben, die Sie als Publikationsvorschläge an Ihre Wissenschaftler geben und eventuell dem Wunsch des Wissenschaftlers, sowohl in diesen Zeitschriften mit den hohen Impact-Faktoren zu publizieren, als auch gleichzeitig Open Access, wenn es dann in die hybride Schiene laufen würde. Wie gehen Sie damit um, mit diesem Widerspruch? Das muss der Wissenschaftler alleine wissen. Er entscheidet, in welche Zeitschrift er geht und wenn er kann, muss aber dann mit seinem Institutsdirektor die Finanzierung klären. Es gibt keine zentralen Bedingungen. Das ermutigt mich, eventuell doch noch einmal anzuregen, dass man, bevor man in den Institutionen definitiv entscheidet, dass Transitionszeitschriften mit hohem Impactfaktor und mit einer großen wissenschaftlichen Wichtigkeit nicht gefördert werden, dass man sich eventuell doch noch mal anschaut, welche Lösungen es in der Finanzierung von den Verlagen selber gibt. Und Frau Bagier hat es gesagt, also auch die Verlage müssen sich nochmal wieder auf die Bank setzen und hier Lösungsvorschläge erarbeiten. Das sehen wir als die Hauptaufgabe in den zukünftigen Monaten und Jahren. Aber es gibt eine große Unterscheidung zwischen Institutionen, die sich das schon überlegt haben, ob man eventuell eine Gegenfinanzierung über Konsortien macht, sodass eben kein Double Dipping entsteht, weil aus Ihrem Vortrag doch sehr stark noch hervorgegangen ist, dass hybride Journals deswegen nicht akzeptiert werden, weil eben Double Dipping einfach praktiziert wird. Und ich denke, dort gibt es Lösungen, zum Beispiel der FWF in Österreich hat sich entschieden, ganz deutlich hier einzutreten und zu sagen, wenn es eine Reduzierung der entsprechenden Konsortialgebühren oder Lizenzgebühren gibt, dann würden sie eben hybrid auch veröffentlichen, sodass die Freiheit
des Wissenschaftlers wieder ein wenig größer wird, eben auch in Zeitschriften zu publizieren, die einen hohen Impactfaktor haben. Weil die Erfahrung doch zeigt, viele etablierte Zeitschriften, die einen hohen Impactfaktor haben, können im Moment und ich denke mindestens in den nächsten 5 Jahren nur diese Transitionsphase erlauben. Vielen Dank, dass Sie mir die Zeit gegeben haben. Ja, weil eigentlich war das ein bisschen ab vom Thema. Also ich habe natürlich auch so ein bisschen den Hauch von Qualifikation da noch drin gehört, aber auf jeden Fall ist es, deswegen würde ich vorschlagen, dass Sie sich vielleicht noch mal 1:1 zusammentun, weil wir sonst zu sehr vom Thema abdriften. Hätten Sie jetzt... Dazu nicht, aber das Thema heißt Qualifikation, also das muss schon drin sein. Mal sehen, ob es drin ist. Klaus Deichel nochmal aus Münchenberg. Peter Suber hat gesagt, auf Englisch, Funders are upstream publishers und scientists. Funders are upstream, also stromaufwärts, wenn die Farbe ins Wasser gießen, kommt das unten an. Und ich könnte das ergänzen, Evaluationen sind auch oberhalb am Fluss. Diese beiden Dinge, die Anforderungen der Förderer und die glaubhaft gestellten Evaluationsbedingungen, wirken Wunder. Die machen OpenAccess bei den Normalwissenschaftlern auch noch nicht beliebt, aber nehmen es ernst in dem Moment. Und ich kann Ihnen beipflichten, ich bin selbst, habe Wissenschaftler Herkunft und darf und soll auch noch forschen und bin sehr in Kontakt mit dem Endnutzer, dem Wissenschaftler. Und die sagen auch das, ja, Prepay-Membership und beantragen und Gegenzeichen und hin und her. Zum Teil veröffentlichen die in Open Access Zeitschriften und wissen es gar nicht. Und ich sage dann, schön, dass du dich entschieden hast, wie, was jetzt. Und solange ich mit den Wissenschaftlern das begleitet habe, waren die in so einem Zwischenraum zwischen der Graswurzelbewegung, die es ja mal am Anfang war, sei mutig, zeige zivilen Ungehorsam, stell es einfach frei, und oben von den ganz großen Gremien, die in den Sonntagsreden gesagt haben, bemüht euch, es war ja immer, ihr werdet ermuntert, ermutigt, es wird angeregt, diese ganzen OA-Leitlinien, und dazwischen war der Wissenschaftler, den kostete es Zeit, Nerven, von der rechtlichen Detailberatung, die ihm keiner geben kann, mal ganz zu schweigen. Und weil Ihre Frage war, in welchen Gremien kann das verankert werden? Natürlich in den Informationsinstanzen, aber die Evaluation und die Förderer. Wenn es sich da glaubhaft ändert, dann muss jeder mitmachen und dann merkt, es ist auch gar nicht so schlimm in der Wissenschaftlerebene. Da habe ich meine Frage vielleicht ein bisschen doof gestellt. Also die Frage war eher, welche Gremien sollten wir nutzen, um das Thema Open Access tiefer in die Ausbildung reinzubringen. Weil für mich sind die Förderer von morgen, die Studenten von heute, die sind dann auch irgendwann Förderer, die sind dann irgendwann Bibliotheksmitarbeiter, Verlagsmitarbeiter, Juristen, Justiziare und so weiter. So, das ist für mich eigentlich, also der entscheidende Punkt wäre, wie schaffen wir es, möglichst früh an den Ausbildungspunkten anzusetzen. Ich habe jetzt hier einen Hinweis gekriegt, vom Organisator der Open Access Tage, dass wenn wir jetzt hier nicht bald mal aufhören, wir kein Mittagessen kriegen. Ich hoffe, dass das, dass das Sie versöhnt, dass ich jetzt eigentlich nur noch einmal, außer es hätte jemand anders, weil Herr Henze war schon. Also wenn jemand anders noch eine Frage oder Anmerkung hat, dann wäre jetzt derjenige dran. Und ansonsten kriegt Herr Henze nochmal das Wort. Aber muss schöne, versöhnende, abschließende Worte finden. Ich würde gerne noch einen Hinweis geben, in welchen Gremien Sie hier tätig werden müssen. Also zum einen ist der beste Punkt, das in der Einführungsveranstaltung zu machen, wenn halt die einzelnen Fakultäten, wie Kolloquium, Kirche und Ähnliches, und dass man da halt schon mal darauf hinweist, was es eben für später für Publikationsmöglichkeiten gibt, sind die Studierenden sehr empfänglich. Die möchten gerne Jobs später haben und möchten halt wissen, wie sie dann mit ihrer Forschung umgehen können. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist für mich, Sie müssen das halt eben auch zwingend, nicht zwingend, aber als Option in die Produktionsordnung reinbringen. Das ist jetzt gerade auch bei uns im Begriff, dass Leute kapieren, ich kann das alles, wenn ich es eben wirklich erstmal nur den Titel brauche, wenn ich ein schönes Buch noch in der Hand haben möchte, kann ich das über einen Server der Universität publizieren, kriege sehr schnell meinen Titel, mache das möglichst kostengünstig und das ist einfach eine weitere Option, die ich habe. Dann habe ich zwar kein schönes blaues oder gelbes Buch oder irgendwas,
Aber ich habe halt den Titel und da kommt es vielen auch einfach.